Und hätte ich jetzt die Fluchtstelle verraten, hätten sie meine Jungs erschossen wahrscheinlich. Ja. Aber er hat nicht verraten hier bei der ersten Vernehmung. Und Hans und Freddy sind in dieser Nacht noch rübergekommen. Die nehmen noch die Flucht dann. Ja. Also morgens um 9 wurde ja, stürmten die Wohnung, wurde ja eigentlich verhaftet. Und die Vernehmung ging dann bis morgens um 6. Also nichts zu essen, nichts zu trinken, das war eine ganz harte Nummer. Ich bin bis zur Bewusstlosigkeit zusammengeklopft, haben sie mich. Und dann war ich schwer verletzt. Jetzt sitzen wir auf dem Hocker die ganzen Stunden. Gipsbeine, Blutstau. Ich dachte, mir platzen die Beine auseinander. Wurde auch geschlagen natürlich, weil ich nicht zugegeben hatte. Naja, also ich bekam ja keine medizinische Versorgung. Das war mein Problem. Und ich habe auch Schmerzen natürlich gehabt. Und die Gipsverbände, die waren nicht lange dran. Also jeder, der schon mal Gipsverbände hatte, weiß, darunter juckt es. Zu Hause oder im Krankenhaus hast du, kannst du irgendwas zum Kratzen benutzen. Ich hatte ja nicht. Ich habe mal ein Bein auf das andere gekloppt, damit der Juckreiz mal nachlässt. Damit wurde der Gips bröselig. Hat ja keine Funktion mehr gehabt und damit wurde die Haut wund darunter. Das suppte richtig raus, die stunken wie Sau. Und dann sagte so ein alter Wachmann, du musst in deine Gipsbeine reinpinkeln. Eigenurinbehandlung ist heute eine anerkannte Medizin, kannte ich aber nicht. Mach das mal, sonst kriegst du eine Infektion, stoppst du hier. Sterben wollte ich nicht. Also hat meine Gipsbeine da eingepinkelt. Von morgens bis abends, das stinkt wie Sau. Und da habe ich dann zum ersten Mal erkannt, ich habe hier wohl ein etwas größeres Problem. Sie wollen mir nicht helfen. Über Wochen hatte die Stasi ja mich eigentlich, wenn man so will, als Phantom gejagt. Wussten ja nicht, wer ich bin. Okay, dann muss ich halt die Leute rüberbringen. War denen auch klar. Und nun hatten sie mich ein stellenfestes, so ein 17-jähriger Junge. Die hatten ja ganz andere Gedanken. Die dachten, ja, westdeutsch oder ausländische Geheimdienste stecken dahinter. Konnte ich dir vorstellen, diese Einfachheit. Ich habe das immer verglichen mit den Nazis, mit der Gestapo. Meine Oma war Kommunistin, die hat aktiv gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Eine ehrenwerte Frau, mutig. Hat Gestapo-Keller kennengelernt, wurde geprügelt, gefoltert, hat überlebt. Und meine Oma hat mir dieses Mal geschildert, dass ich dann schon Jugendlicher war. Und als ich da so hart rangenommen wurde, dachte ich, schau mal an, so schließt sich der Kreis. Was meine Oma mir erzählte, genau das erfahre ich jetzt auch. Und das hat mich so bockig gemacht. Du musst dich ja, wenn du weiterleben willst, auf gewisse Dinge einstellen. Ne? Du musst dich darauf einlassen und du musst sehen, wie du reagierst. Und ich habe einen sehr starken Willen gehabt. Und ich wollte mit den Typen nicht kooperieren, überhaupt nicht. War nicht mein Ding. Und das habe ich so viele Schwierigkeiten gehabt während meiner Haftzeit. Also extreme Schwierigkeiten. Ja, ich habe immer, bin mit meinem Geist aus meinem Körper geflohen. Weil ich den Status quo nicht akzeptieren wollte. Ich war immer irgendwo in Nirvana. Das kann ich ja heute noch, deshalb schreibe ich ja Bücher. Ja, ich setze mich hin, schließe die Augen und bin irgendwo, dann schreibe ich. Und das konnte ich damals schon. Ich bin ein ganz normaler Typ. Auch früher war ich ein ganz normaler Typ. Aber Unrecht konnte ich nie ertragen. Gegen Unrecht musste ich mich immer auflehnen. Meine Mutter, 94 Jahre, lebt heute noch. Und die sagte immer zu mir, schon als Kind und Jugendlicher, Unrecht hast du dich immer aufgelehnt. In der heutigen Zeit, Ellbogengesellschaft, wie man so schön sagt, jeder macht sein Ding, geht heute nur um Geld, um Money, um nichts anderes. Und jeder will mehr haben als der andere. Und die Bereitschaft für andere, sich einzusetzen, ist nicht so hoch heute. Die politische Verkommenheit. Also schau dir doch die Politiker an.
Da geht es um Geld. Alle haben sie, was auch immer, für Position. Und diese Regierung wird ja von, meiner Meinung nach, von Lobbyisten gesteuert. Wie sollen die denn nach ihr Wissen oder nach ihrer Meinung urteilen? Sie werden nicht gesteuert. Meine Meinung ist das. Und Gott sei Dank leben wir ja in der Demokratie. Und da kann man ja seine Meinung sagen. Sollte man sagen, dürfen. Die Politikverdrossenheit ist ja nun mal da. Und ich hoffe, durch die Jugendlichen, die jetzt sich auflehnen, sich artikulieren, dass es besser wird jetzt. Das ist meine Hoffnung. Denn es geht ja um die Zukunft der Jugend. Um eure Zukunft jetzt. Nicht um meine. Meine ist bald abgelaufen, aber eure ist doch noch da. Ja, sie sollen sich engagieren. Sie sollen zu ihren Abgeordneten gehen. Egal, oder da, wo sie wohnen, in ihren Regionen. Und sollen die daran erinnern, hört mal zu, irgendwann kommen ja wieder Wahlen. Und dann dürfen wir auch wählen. Jetzt dürfen ja viele nicht wählen von den Jugendlichen, weil sie zu jung sind. Dann dürfen wir ja auch wählen. Denke daran, du hast mal bei deinen Wahlkundgebungen ganz was anderes versprochen. Nichts hast du eingehalten. Und denke daran, meine Stimme zählt auch. Also die sollten sich engagieren, sollten da hingehen zu ihren Leuten, die da in ihrem Umfeld sind. Und permanent, nicht nur mal ja und nicht. Sie müssen keiner Partei beitreten. Ich bin auch parteilos. Ich würde nie in einer Partei eintreten, keiner. Aber die sollten sich informieren. Und hartnäckig bleiben. Nur so können sie was erreichen. Und wenn sie dann Abi gemacht haben, wie ich schon sagte, studiert haben, einsetzen. Mit dem Wissen, was sie haben, können sie die Welt verändern. Sie müssen es nur wollen. Und nicht aufgeben. Das ist meine Message an die ganze Jugend. Kümmert euch um eure Zukunft. Die Alten tun es ja nicht. Die treten irgendwann ab, auch biologisch. Denen ist es doch egal. Das wundert mich aber. Die sind doch meistens sind sie verheiratet. Haben Kinder, Enkelkinder. Die müssen doch daran denken, was die für einen Schermhaufen hinterlassen. Klima. Ich versuche den Jungs und Mädels mal zu erklären, denkt daran, wir haben nur diesen kleinen Planeten. Und wenn der kaputt ist, wir können nicht umziehen. Wir haben nur dieses eine Ding. Deshalb verändert mal euer Verhalten. Junge Menschen, die jetzt, sagen wir mal, Abitur machen und überlegen, wie sieht meine Zukunft aus? Hast du ein Abitur, ich möchte studieren, irgendwas, und dann könnte ich ja eigentlich die Welt verändern. Besser machen. Aber haben sie ja keine Chance. Die jungen Menschen kommen ja nicht ran. Politik sind die alten Säcke, die sitzen auf ihren Sesseln, sind nicht bereit, mal ihren Posten aufzugeben. Macht. Darum geht es ja nur. Und das kriegen ja die jungen Menschen mit. Eine Veränderung findet nicht statt. Also meine ist, niemals aufzugeben. Wenn man sich da für irgendeine Sache entschlossen hat, dies zu tun. Mein Vater hatte mir mal gesagt, Junge, ich stehe immer hinter dir. Aber überlege genau, was du vorhast. Und wenn du dich dazu entschlossen hast, dies zu tun, werde ich immer hinter dir stehen. Mein Vater hat leider die Show nicht überlebt. Er ist an gebrochenem Herzen gestorben damals. Den hat es umgehauen. Aber dieses, was mein Vater mir wirklich mitgegeben hat, so handeln ich heute noch. Überlegen, will ich dies machen? Okay, das würde ich tun und da musste konsequent sein. Und das habe ich mein Leben lang eigentlich getan, ja. Und solange ich lebe, werde ich es tun. So soll es sein. Ja. Und gerade an die Jugend, man wehrt euch. Friedlich, ist ja klar, keine Randale. Wehren. Wie heißt das immer so schön? Das Böse kann nur einmal regieren, wenn die anständig schweigen. Und in jeder Diktatur haben wir mal zu viele schwiegen. Und heute, glaube ich, schweigt die Masse schon wieder. Das ist mein Ding, meine Sorge. Nicht würde ich anders machen. Ich würde genau dies wieder machen. Weil ich nicht. Ich bin so ein Typ, der einfach. Ja. Das hat was gehabt.
Also diese Flucht ist dann auch einzigartig da. Und das würde ich wieder tun. Genau das.